Liebe Schwestern und Brüder, es gibt keinen christlichen Advent ohne den eindringlichen Ruf, diesen Ruf, der überhaupt nicht verstummt: Komm! Es ist der Ruf nach Christus. Es ist der Ruf aus der Hilfe heraus, aus der Ratlosigkeit heraus. Ein Ruf der Sehnsucht. Das frühe Christentum hat in diesem Ruf alles zusammengefasst. Wir singen ihn am Ende des Stundengebetes ja immer. Maranatha, komm, Herr Jesus. Komm, o Herr. Zwischen diesen beiden Stichworten, dieses Komm, es ist in beiden Texten heute enthalten. Aber es liegt ein langer Weg dazwischen. Wir hören zunächst im Evangelium, wie Jesus seine Bereitschaft erklärt. Ich will kommen. Ich will kommen und deinen Diener gesund machen. Wie es immer ist bei der Ankunft Christi, dass alles gesund wird, wo er erscheint. Aber dem entspricht etwas anderes. Die Bitte, eben der Ruf des Kommen. Bis es am Ende der Zeit heißen wird, das haben wir bei Jesaja gehört, dass alle Völker zueinander sagen, kommt! Wir wollen hingehen zum Herrn. In seinem Licht wollen wir wandeln. Seine Wege wollen wir gehen. Nicht mehr unsere Sackgassen, unsere nicht endenden Labyrinthgänge. So wird uns ein Zeichen gegeben, wie der Advent gelingen kann. Er gelingt nur dann. Und der Ruf dieses Komm ist nicht nur dann eine hohle Tradition, ein Wortgeräusch, wenn wir uns wirklich als bedürftig erklären. Und ich frage mich manchmal, haben wir überhaupt noch das Gefühl, bedürftig zu sein, vor allen Dingen als Kirche? Warten wir auch deshalb nicht mehr? Ist der Advent deshalb nur noch irgendwie eine nette, geschäftstüchtige Zeit? Hübsch, kosmetisch aufbereitet, ohne Inhalt, weil wir ihn gar nicht mehr brauchen. Wozu ihn brauchen? Und wozu ihn erwarten? Wozu ist er denn gut? Der christliche Glaube sagt, wir warten auf den Retter, auf den Heiland, auf den Erlöser. Und wer braucht den? Wer erwartet ihn? Was soll der tun? Es geht doch hier alles ganz gut. Es geht doch in der Kirche alles ganz gut. Wer braucht einen Heiland? Wer braucht einen Retter? Die schonungslose Diagnose, liebe Schwestern und Brüder, ist Voraussetzung dafür, dass der Retter überhaupt kommen kann. Dass er sagt, ich will kommen und gesund machen. Das heißt eben auch in aller Freude darüber, dass es diesen Retter gibt und dass er bereit ist, zu uns zu kommen und seine Anwesenheit, seine Ankunft zu schenken, bedarf es auch den kritischen Blick auf uns selber, auf das, was krank ist, was wir morbid mit uns herumschleppen, auf das, was nicht lebensfähig ist, auf das, was faul ist, auch in der Kirche. Dann wird unser Ruf glaubwürdig. Dann hören wir dieses Wort neu. Ja, ich will kommen und gesund machen. Wenn wir uns zuvor dem Jesaja-Wort anschließen, kommt auf. Wir wollen unsere Wege, unser Leben leben im Licht des Herrn. Und seine Wege gehen.